Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Hirntod Originals Bundle von Blockmonster und Pervers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hirntod Originals von Blockmonster und Pervers. Das Ganze am heutigen Freitag, den 13. Juli, erschienen. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus Album, Instrumental-CD und einem T-Shirt. Ich werde das Shirt mal aus der Folie holen. So, einmal. Und nachdem das Album an sich auch noch eingeschweißt ist, werden wir dieses ebenfalls aus dem Plastik befreien. Ist die Frage, am besten wahrscheinlich hier aufschneiden. So. Sehr schön. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Blockmonster Pervers lesen wir hier oben. Darüber Hirntod Records präsentiert. Und dann haben wir hier stehen Hirntod Originals. Auf der linken Seite haben wir Block, auf der rechten Seite Pervers. So sehen die beiden aus. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier auf der Seite lesen wir auch noch Hirntod Records präsentiert. Auf der Seite ebenfalls die beiden Interpreten und der Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl und wir haben insgesamt 4 Features auf 3 Tracks verteilt. Und zwar haben wir Features von Rako und Schwarz, der Pharao und MC Boogie. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal hinein. Also, kein richtiges Booklet, sondern mehr so ein Einleger. Wir haben hier 2 Seiten. Hier unten haben wir die Informationen über die Beteiligten des Albums, also wer das Ganze produziert, gemixt, gemastert, Fotos, Schriftzug und Grafik. Dann haben wir nochmal die beiden Interpreten abgebildet und hier Infos zu Hirntod Merchandise. Die CD sieht so aus, auch hier lesen wir wieder die beiden Interpreten und natürlich den Albumtitel in Schwarz und Weiß gehalten. Und auf der Rückseite nochmal groß das Logo von Hirntod Records, also die Sturmhaube mit dem Lorbeerkranz. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen wie so oft in einer Papphülle, in einem Digisleeve, so sieht das aus. Also 1:1, wie auch schon das CD-Cover, allerdings hier mit dem Zusatz Instrumentals. Und auch hier haben wir natürlich dann 15 Tracks an der Zahl. So sieht das aus. Und als letzten Boxinhalt, beziehungsweise Bundle-Inhalt, haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Dieses sieht so aus, in Schwarz und Weiß. Und dann haben wir hier Hirntod Originals stehen, auch hier wieder mit dem Logo. Neckprint haben wir keinen, das ist ganz in Schwarz ansonsten, bis auf diesen Brustaufdruck. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe M, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Ja, die Größe konnte man sich bei dem Bundle frei auswählen. Ich glaube, zwischen S und XXL konnte man da alles nehmen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Wir schauen mal kurz, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck Hirntod Originals im Brustbereich. Ansonsten das Shirt blank schwarz. Ist relativ schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Allerdings der Schriftzug und diese ganzen Schnörkel, diese Elemente, die hier noch zusätzlich sind, gefallen mir richtig gut. Kann man in meinen Augen gut anziehen. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen Ausschlusskriterium ist, ist, dass hier dann wirklich so groß Hirntod Originals steht. Also ich verstehe es natürlich, dass der Albumtitel hier auf dem Shirt aufgedruckt wird. Allerdings würde ich jetzt persönlich eher nicht so gerne mit einem Shirt rumlaufen, wo quer über die Brust groß Hirntod steht. Ansonsten auf jeden Fall schön gemacht.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, wie gesagt, Shirtgröße war frei wählbar. Die Instrumentals im Digisleeve und natürlich das Album an sich, Hirntod Originals. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle von Blockmonster und Pervers Hirntod Originals. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster und Pervers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.